Warte, gehen wir ins Häuschen. Warte, treff uns im Häuschen. Da kann ich dich vergewaltigen. Ich meine, gleich. Hier sind zwei. Peter, komm rein. Komm rein, Peter. Ja, komm, geh die Treppe hoch. Bring mich bitte nicht um. Oh, Hallöchen. Du hässlicher, komm her. Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Peterle mit einer neuen Folge Minecraft Varro Bootcamp und mit dabei ist natürlich wieder nicht Nilo. Hi, grüß dich. Yo Leute und willkommen auch von mir ein herzliches Willkommen zurück zur zweiten Bootcamp-Folge und heute snacken wir hoffentlich wieder diesmal ein paar Leute. Diesmal spielen wir auf der Survival Games 4 Map, die du die ganze Zeit wolltest. Ja, endlich und heute bin ich blutrünstig. Also es wird keinen Frieden mehr geben in dieser Ding oder Fairplaying, denn ja, in der letzten Aufnahme habe ich halt ein bisschen, ich war zu nett, sage ich mal so. Das ja, ich habe da noch sehr viel nachgedacht und gesagt, man darf auch im Varro nicht nett sein, man muss da blutrünstig sein. Es ist nun mal so, es ist ein Überleben. Ich sag immer so, Mund abwischen und weiter geht's. Ja, genau. Man darf nicht traurig sein, man darf nicht fröhlich sein, man muss einfach eine Kampfmaschine das werden. Das klingt einfach mega pervers, Mund abwischen und weiter geht's. Aber ja, egal. Was du dir aber wieder denkst, Alter, ist natürlich klar. Keine Homo-Joe, Alter. Homo-Joe, was ist das? Ja, Leute, ich bin so, es geht los. Es geht los. Wo bist du? Ich bin hier. Da bist du. Rechts. Hallo. Grüß dich. So, jetzt, Alter. So. Bis jetzt bei jeder Aufnahme, wir haben schon so viele Aufnahmen gemacht, Nilo und ich, aber es war immer nur Crap. Wir hatten immer nur Crap in den Thron. Wir haben einfach nie. Was? Ich soll mal festhalten? Nee, deine Fresse vom Skin, meine ich. Nee, das heißt keine Fresse. Halt deine Fresse, so mitten nach. So mit einfach so, halt deine Fresse. So, komm, Nilo, ich bin hinter dir, lass uns direkt hier hochgehen. Einfach direkt, hast du Rüstung oder sowas? Ich hab ein Brustpanzer, glaube ich, und ein Holzschwert. Ja, gut, ich hab auch ein Holzschwert. Wenigstens haben wir jetzt schon mal Equip. Kennst du dich hier aus? Ja. Ja, dann geh du vor. Komm mal mit, mein süßer kleiner Junge, ich zeig dir die Welt. Ja, schön. Zeigst du mir auch was anderes? Komm in das Häuschen rein, dann zeige ich dir, was da drinnen lebt. Hier ist keine Truhe, okay. Ja, wie du die Map Truhe aber kennst, Jameson. Die 8 Brot habe ich einfach mal. Dann hier geht's weiter. Folg mir einfach nur, mein treuer Gefährte. Warte hier. Kurz. Ne, hier geht nichts. Hier ist nichts. Oh Mensch. Da vorne ist eine Truhe. Oh, was war das? Ich weiß es nicht. Ein Katapult. Oh Peter, wo bist du? Peter! Ja, warte! Ich laufe. 3 Herzen. Ich komme hinter. Lauf einfach weg! Ja. Der kriegt dich nicht. Das Problem ist, ich habe keine Rüstung, Alter. Ja, okay, lass ihn erstmal. Ich habe keine Rüstung. Pass auf. Wow. Nein! Ich habe dich umgebracht. Nein, oder? Ich hab die Truhe geöffnet. Ich wusste, dass es eine Falle ist. Nein! Ich wusste nicht mehr, dass es sowas gibt. Peter, ich rette dich. Ich zieh dich raus. Ja, bitte, schnell! Ich kann dich nicht rausziehen, das war eine Lüge. Du drückst dich weiter auf. Du kleiner Spasti. Nein, Peter. Du kleiner Spasti, Alter. Ja, Leute, so schnell geht das, dann müssen wir direkt eine zweite Runde dranhängen. Ist Konzentration angesagt, wir schaffen das. Hier meine Frisur, ihr seht schon, ich bin ein Super Saiyajin. Ich bin voll aufgeladen mit Power. Wo bist du denn überhaupt, du Jimmy? Da bist du, guck mal, rechts von dir. Ah, da bist du, wie er mich sieht, er hat die Augen eines Adlers. Wir haben ja letztens die OP gemacht, danke für die ganzen Spenden. Die Augen-OP ist durchgesickert. Jetzt kann ich wieder sehen. Halleluja, Halleluja. Ich stell mir einfach vor, wie du einfach vorhin die Sinkers einfach blind gespielt hast. Ja, hatte voll den Skill dafür, vielleicht war das deswegen so. Alter, die Leute looten, ich hab nichts, Alter. Ich hab einfach direkt nichts. Direkt wieder die Treppen hoch. Okay, da wo wir vorhin ja genau, sind, wo wir lange gelaufen sind, genau. Ich hab einfach nichts. Die Leute sind so heftig drauf. Das ist krass, wie schnell die looten, ne? Also das Kämpfen ist gar nicht das Problem. Das Looten ist richtig heftig. Also das macht halt alles schon aus, wenn du hier nicht richtig looten kannst. Wo bist du? Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Okay. Wo gibt's denn hier noch Bahnhof? Was? Hier geradeaus, ne? Zusammen in eine weit entfernte Welt. Da. Hier zwei. Nimm du die rechte, ich die linke. Okay. Nice. Ja, Dia-Spitzhacke. Dia-Axt, ja, genau. Tschüss. Ich habe auf jeden Fall ein Holzschwert und ich gehe gerade hier rein, und hier sind auch noch Truhen. Ich gehe schnell. Oh, hinter mir, Nilo! Oh nein. Zwei Stück, Alter. Oh nein. Wo bist du denn? Ich glaube, ich habe dich umgebracht. Junge, wo. Es war zu viel. Ich bin ins Haus hochgerannt und habe dann gesehen, wie wieder runtergerannt. Du bist mir entgegengelaufen, hast du zwei Gegner.
Ich hab, jetzt hab ich den, ich hab den Rinderwahnsinn. Ich werd aggressiv, ich bring alle um, Leute. Ich, Leute, da müssen wir in die dritte Runde gehen. Manilo, Alter. Du hast mich einfach getötet. So, und wir sind in der dritten Runde. Und ich hoffe inständig, dass mein eigener Teammate mich nicht umbringt. Wo steht der überhaupt? Den muss ich nämlich im Auge halten, weil wenn ich die Fresse hier schon sehe, da weiß ich direkt, dieser Junge hat nichts Gutes im Kopf. So. Ja. Lute und dann... Ich hab Bock, ihn wieder umzubringen, also... Mir ist aber gerade auch ein bisschen peinlich, weil ich weiß nicht, zweimal so Fehler zu begehen, einmal durch die Fahrlinie umzubringen und dann einmal nochmal, das war einfach nur tollpatschig, Leute. Boah, nice, jetzt hab ich... komm Alter, schnell. Die looten... Komm schnell, ich hab einen Dia, komm. Wo bist du? Hinter dir. Nilo, hinter dir, komm schnell, dreh dich komplett um und lauf in den Wald. Ja. Da würden wir vergewaltigt, komm. Ich wollte gerade sagen, da willst du mich doch nur vergewaltigen, du kranker Wichser. Hier geht's hoch, Peter, hinter dir. Ja, ich komm. Ins Häuschen, wollen wir ins Häuschen gehen? Ja, bitte rein da. Da sind bestimmt andere noch. Ist schon leer. Oh, Alter, oh nein. Hier bei uns war noch eine Truhe, warte, hier. Oh, Peter. Ja, ich werd schon geschnetzelt. Geh weg. Ja, gut, ich geh raus, ich jetzt. Hab volles Life noch. Nice, schnetzel den. Schnetzel den, schnell. Ich versuch's. Warte, ich booste dich. Aua. Weißt du noch, ich hab Nilo mal geboostet mit so einem Schwert, Alter. Ja, und der war tot geboostet. Und er fragt sich so, warum hab ich nur noch ein halbes Herz, goddammit. Also Nilo! Ich booste mich einfach mit einem Schwert. Du kriegst ihn, okay. Hab ihn. Sehr nice. Und ich hab, boah, nice. Wo bist du? Hier. Warte, gehen wir ins Häuschen. Warte, treff uns im Häuschen. Da kann ich dich vergewaltigen. Ich meine, das Peter, komm rein, Peter. Ja, komm, geh die Treppe hoch. Bring mich bitte nicht um. Oh, Hallöchen. Du hässlicher, komm jetzt. Wie einfach hier wirklich zwei Betten sind. Das war einfach mal mega ungeplant. So, warte ganz kurz. Ich muss schnell mich equippen. So, die Runde sieht schon ziemlich gut aus, muss ich ehrlich mal sagen. Ja, das war endlich mal Team gespielt. Warte, hier ist ein Hebel. Ja, bitte drück den nicht. Vielleicht ist da oben jetzt was erschienen. Halleluja! Ein dicker Penis. Oh nein, ich bin schon wieder tot. Weil du irgendwas gedrückt hast, du Hier ist eine Truhe. Oh, Alter, Eisenbrustpanzer, nice. Brauchst du auf, hinten ist einer, da hinten ist einer. Ja, bitte. Gib schnell. So, okay, die da sind da. Zwei. Wollen wir die snacken? Die sind nicht gut equipped. Ja, können wir schaffen, ja. Warte, lauf nicht direkt so offensiv in die rein. Sonst drin. Da, genau. Oh. Genau das. Oh, Alter, hat mir gerade zwei Herzen weggezogen, Peter. Genau, deshalb warte ein bisschen. Ja. Lass sie laufen kurz. Ja, lass sie laufen. Wie Schweinchen. Die sollen auch erstmal noch ein bisschen rumtanzen und nach. Genau, dann werden sie geköpft. Wir haben vor einfach ein Schwein in Portugal umgebracht, gell? Ja, läuft bei euch, Alter. Ohne Witz jetzt. Warum? Wir haben Schwein, ja, zum Essen abgestochen. Bist du ein Spasti, Alter. Mann, warum machst du sowas? Ich hasse dich. Hä? Du isst doch auch Fleisch. Nein, eben nicht mehr. Ja, nicht mehr. Du hast auch Fleisch gegessen. Ja, aber vor allem würde ich nicht einfach so ein Schwein abstechen. Das ist genauso wie beim Metzger. Ich find's eher gerechter. Nee, ich find's schlimmer, dass man das arme Schwein da abstecht. Ich will das sowas nicht mit ansehen. Hä, mit ansehen? Armes Schwein. Aber wenn du Fleisch isst, sollst du sowas mit ansehen. Weil jeder beschwert sich über, keine Ahnung. Oh, schleck mal. Da ist eine Truhe, nee, aber die ist bestimmt schon gelootet. Lieber tut man ein Schwein selbst schlachten und selbst jagen, als irgendwie Massenproduktion im Supermarkt zu kaufen. Weil ja, dadurch schützt du erst die ganze Scheiße. Recht, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin runtergegangen, gell, Peter? Ja, ich stehe hier oben noch und halte Ausschau. Jetzt will er mich umbringen, weil ich ein Schwein getötet habe. Das Ding ist einfach, ich esse auch nicht so viel Fleisch, aber es ist natürlich... Da hinten ist noch eine Truhe, Digga, komm. Das Ding ist einfach, weil ich will es nicht gleich... Ich will kurz mal was erklären, weil sonst geht gleich wieder Hate ab. Ich finde es nicht schön, wenn man Tiere umbringt, aber es ist eine Überlebenssache. Natürlich kann man so ein Junge auch vegan leben. Aber wenn man es nicht will, wenn man den normalen Urinstinkt nachleben will, kann man ja die Tiere umbringen und sie essen. Aber was ich nicht unterstütze, ist so Massenproduktion, wo Tiere gequält werden. Dieses Tier wurde nicht gequält. Das Tier wurde ganz normal öffentlich auf dem Land gezüchtet. Das Tier wurde nicht gequält, es wurde nur 100-mal angestochen. Hä, was? Nö. Ein sauberer Stich und dann war es tot. Ein sauberer Stich. Ja, es ist so. Ein Schwasti, ich hasse es. Es ist so, es wurde ein Stich gemacht und war es tot. Schaffst du das, Nilo? Ich bin der Boss. Nilo, schaffst du das wirklich? Ich muss das schaffen, weil wenn du das schaffst und ich nicht, dann ist es peinlich. Hallo, was soll das heißen? Aber jetzt kommt man nicht mehr weiter. Doch. Oh, scheiße, aua. Du kannst nichts, Alter. Nichts. Ich hab's dir gesagt, du kannst nichts. Man kommt. Nein! Ha! Guck mal, der, Alter. Lass doch mal jetzt überkommen. Warte, wenn ich jetzt wegen dir wieder sterbe, da ist eine bestimmt eine nice Truhe. Mann, mit diesem Tech-Update kann ich den Kompass nicht aktivieren.
Hab die Truhe, alter Eisenbrustpanzer nochmal für dich. Ja, nice. Und was noch? Warte, und dann nochmal ein Eisenbrustpanzer. Kannst ja zwei anziehen. Ich gehe schnell ein bisschen höher. Mehr ist da eigentlich nicht drin. Ja gut, komm, wenigstens noch was. Komm einfach, spring doch mal da runter jetzt. So, dann gib mir den, gib mir den. Stell dich nicht mit so einem Rücken so vor die Tür, Alter. Hä, was? Da kommen bestimmt irgendwelche Jimmys rein. Und vergewaltigen dich, komm. Wo bist du? Warte, hier ist die Truhe. Essen und Pfeile. Oh, ich hab grad irgendwie ein bisschen Schluck auf. Okay, weiter geht's. Eisen, bei dem läuft, Alter. Was haben wir hier noch? Oh, pass auf, dass du in die Lava fällst. Wo bist du denn? Das ist ein Geheimding. Du musst durch die Lava. Echt? Da einfach rein? Durch den großen Lavasee, ja, reinspringen. Großen Lavasee. Und dann? Und hier oben sind drei Truhen. Wo hier oben? Nilo, hier ich komme nicht mehr raus. Ach da! Hallo! Ich bin so ein Affe! Ich wollte wieder hochspringen! Ach, krass. Oh, was da drin? Ein Eisen war da halt drin und nochmal Tränke. Ich geb dir mal hier was ab. Guck mal, der Lügner, Alter. Der hat ja schon ein Dia-Schwert. Ja, genau. Alter, bist du drauf? Oh, sorry, Alter. Ich wollte dich nur da gegen die Mauer boxen. Boah, scheiße, sorry. Du bist crank drauf, Junge. Du bist richtig. Komm, hier crank. Rüber, das oben auch. Warte, hier unten ist Wasser. Das sind auch noch Truhen. Ja, genau. Oh, da oben. Nice! Was? Nice. Oh, das ist ja beides dasselbe. Hier oben ist noch eine. Ich hab auch noch Truhen. Ja, nice. Ich hab komplett Eisen. Glaube ich jetzt. Nein, mir fehlt noch eine Hose, dann habe ich komplett Eisen. Mann, wo sind denn hier die scheiß Spieler? Wo seid ihr denn, ihr Spielers? Hast du ich Spielers. Hier, komm mal her. Hast du einen Kompass? Ja. Ja, dann aktivier den mal und lass jetzt mal schnetzeln, Alter. Okay, komm mit mir mit, mein Sohn. Ja, hopp. Er spielt einfach mal die Bäume runter, erstmal voller Dschungel Joe. Ja. Ja. So. Oh, Alter, was liegt hier alles? Ich ja, nur Crap liegt, ha. Alter, wenn das alles Crap ist, da liegen Steinschwerter. Dann gib mir doch mal einen. Da liegt noch eins drin in der Menge. Gib mir mal, Alter, hier. Digga, wenn der ich einfach alles unter genommen. Eisenhose, ich bin komplett Eisen, perfekt. Alter, wenn der das als Crap ansieht, willst du mich verarschen. Das ist kompletter Crap. Was hat ich mag der nur dann? Gold, Alter. Aber nee, ohne Witz mal, wenn es wirklich der Typ als Crap angesehen hat, was hat der Typ dann als Ausrüstung? Full Dia, der Alter. Vielleicht ist er einfach gestorben. Okay, komm mit. Wo sind die denn? Komm mit. Folge mir, mein Freund. So, oh, hier liegen noch was da. Oh, Eisenschuhe. Ah, goldener Apfel. Nee, oder? Was? Das war ein Helm. Der aussehen. Hallo, eine Eisenhose liegt da. Bleib mal stehen. Wo denn? Du, hier habe ich den geworfen. Es lag da. Mann, du rennst einfach durch. Er sieht nur die Äpfel. Er sieht nur fressende Schweine. Ja? Nimm sie doch jetzt auf. Da vorne kommen zwei. Die sind da rechts vorne. Wo? Ich habe die Hose nicht. Du hast die Hose. Doch, ich hab sie. Komm, wo sind Alter, die? Alter, komm jetzt da. Rechts. Ich kann nicht sehen, Nilo. Er hat einen Pfeil. Rechts. Jetzt komm. Was? Die Augenkrankheit hat wieder zugeschlagen. Ich nehme den anderen. Alter. Mann, jetzt komm schnell. Hey, ich bin beim anderen, Mann. Oh, fuck, Alter. Hab den anderen. Okay, der andere läuft weg. Der hat TNT hingelegt. Konnte ich nicht snaseln. Ah, ich glaube, da bist du irgendwo. Komm mir hinterher, genau. Ja. Der läuft ins Haus rein. Der andere ist Toad. Sehr gut. Kannst du mich boosten oder so? Warte, wir kommen halt erst gerade zum See, warte. Könnte ich machen, ja. Oh Mann. Ja, schnell nochmal. Nein, er schießt mit Pfeilen! Oh Gott. Bleib zurück. Ja, warte. Zurück. Oh Gott. Warte. Bleib zurück. Sneake kurz und dann muss ich erstmal. Ich hab 22 Pfeile, der Drecksack soll nur kommen. Ich hab 22 Pfeile, den zerlege ich im Wasser. Wo ist das Essen? Booste mich. Booste, wenn er mich... Bevor das Deathmatch losgeht. Egal, es sind eh nur mal zwei Einzelne. Weil der ist alleine und noch ein anderer gibt's. Ach so, ja, aber trotzdem. Ja, trotzdem. Chimmer, will ich mich boosten. Oh Mann, hätte noch gerne meinen Bogen ein paar Mal erwischt. Jetzt gehen wir Alter. Jetzt schaffen wir es eh. Es sind noch vier Leute, sind wir. Zwei Teams sind wir, einen anderen Teampartner haben wir ausgeschalten. Wo bist du, Nilo? Was ein anderer? Oh mein Gott. Oh ja. Gecombot. Oh mein Gott, hat mich in Spinnweben. Ach, fuck, Alter, ich bin genau. Er ist selbst in Spinnweben. Hab ihn getötet. Oh ja, ich hab da noch eine Herz, ich hab den alles abgezogen. Sehr nice, Alter.
Sehr nice. Obwohl er mich mit Feuer hat, hat er mich nicht down gekriegt. Sehr gut, Alter. Ja, das war mal richtig nice. Ja, Leute, das war's von Minecraft Varo Bootcamp. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Du bist doch Profi, oder? Ja, ich bin... Nee. Hä? Das ist der andere. Hä? Ach, der. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Hä? Ich dachte, du lebst noch. Der Typ lebt auch noch. Hä? Ich dachte, du wärst Profi. Nein. Ich bin doch Peterle, Alter. Du siehst mich doch als Peterle, du Depp. Hä? Dann spiele ich ja noch gegen einen. Ich dachte, wir zwei wären die Letzten. Und ich habe... Alter! Was für ein Schatz! Nice. Hast du die gerade gesehen? Ja, damit beenden wir die Folge. Lass auf jeden Fall ein Like da und natürlich einen Kommentar. Und schau mal bei Nilo vorbei, das ist unter der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tausend.